für weltweiten Proteste gegen den Krieg. Die Demonstration heute darf aber nicht das Ende sein, sondern muss dazu führen, in vielen Städten die Proteste auszuweiten, in allen Schulen, Betrieben und Stadtteilen Komitees gegen den Krieg aufzubauen. Wenn die Herrschenden den Krieg gegen unseren Willen durchsetzen, müssen wir ihnen zeigen, dass die Proteste mehr als Islam legen können, wenn wir nicht mehr zur Arbeit gehen und Kolleginnen und Kollegen überzeugen können, das Gleiche zu tun. Deshalb ist auch massiver Druck auf die Gewerkschaftsführung notwendig, solche Proteste zu organisieren. Nötig sind Massenmobilisierung und Streik gegen den Krieg.